Hallo, liebe 1000 PS-Fans. Es war wieder mal an der Zeit, dass der liebe Kollege Chaot und ich ein bisschen eine Auszeit nehmen. Machst du das? Ja, warte, warte, gleich. Wer ist drinnen? Oh Gott, ist das ein Wahnsinn. Schlecht. Jetzt Hasenloch. Ist weg. Das war einfach zu hektisch, zu viel. Wir haben uns jetzt einfach zwei Moto Guzzis geschnappt, sind ins Grüne gefahren, Wetter passt, wie ihr seht. Wir haben uns die beiden V9 Moto Guzzis, Roma und Boba, vorgenommen und es hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht. Bleibt's dran! Eine völlig neue Serie bei Moto Guzzi, die V9 Serie mit Boba und Roma. Drunter die V7 Modelle, drüber die großen 1400er, Tourer, Eldorado, Audace, wie sie alle heißen. Die V9 Modelle nun mit einem völlig neuen Motor, ein 853 Kubik großer V2 Zylinder bei Moto Guzzi. Ganz typisch, baut glaube ich nur Moto Guzzi so mit den beiden nach oben ragenden Zylindern zur Seite. Leistung 55 PS bei knapp über 6000 Touren, das passt, sage ich mal, für einen Cruiser ganz gut. Drehmoment 62 Newtonmeter, naja, aber schon bei 3000 Touren, also da merkt man richtig, das geht von unten, da geht von unten was weiter. Und meiner Meinung nach ist es auch eher so ein Cruiser-Motor als bei den V7-Modellen. Das mag jetzt von den Kubik her eher an der V7-Serie dran sein, aber so vom Benehmen her ist es meiner Meinung nach eher an den 1400er-Modellen dran. Radstand 1480 mm, also da merkt man auch, dass das soll eher auf der Geraden gleiten und nicht unbedingt um die Kurven wedeln. Bei der Bremsanlage muss ich aber sagen, dass die sehr gut funktioniert, 320er Scheiben, Einzelscheiben an der Front mit vier Kolbensätteln, aber das beißt, finde ich, richtig gut zu, da muss man nichts bemängeln. Der große Unterschied zwischen den beiden V9 Modellen, Boba hier auf meiner linken, Roma rechts, ist die Bereifung. Hinten beide 150 16 Zöller, aber vorne der Roma eine Breite von 100 mm und ein Durchmesser von 19 Zoll und der Boba hat ein kleines 16 Zoll Rad mit 130 mm Durchmesser und da zeigen sich die vorrangigen Fahrunterschiede, sage ich einmal. Mir persönlich hat der Boba fast ein bisschen mehr taugt, aber ich möchte die Fahreindrücke nach dir dann rüberbringen. Erzähl du einmal, wie es dir gegangen ist. Als erstes ist mir aufgefallen, mir ist einmal aufgefallen, dass du ein irrsinnig schönes T-Shirt anhast. Was ist denn das her eigentlich? Das ist von Held. Ja, das werden wir in Zukunft jetzt tragen. Wir freuen uns irrsinnig. Richtig gelungen werden wir demnächst auf der Intermod in Köln anhaben, wo es dann vielleicht auch das eine oder andere neue Moto Guzzi Modell gibt. Von dem wissen wir eigentlich noch gar nichts. Sind wir sehr gespannt. Jetzt sprechen wir mal über die 2016er. Als erstes fällt auf beim Starten, das bewegt sich, das rattert ein bisschen, das rennt ein bisschen ruppig. Genau das schätze ich an diesen Modellen. Es gibt einen ganz anderen Zugang. Manche wollen, dass ein Motorrad absolut perfekt funktioniert und da jedes Piepsen und jedes kleine Zischen ist ein Alarmsignal, aber das ist halt ein anderer Zugang. Ich möchte nicht sagen der echtere, aber für mich einfach der authentischere, der eben noch in dieses Heritage reingeht, New Heritage, nennen es andere Marken oder eine andere Marke, glaube ich. Stehe ich irrsinnig drauf. Für mich in dieser Kategorie immer bisher das Fahrzeug der Wahl, die kleine Sportster oder auch die größere, ist natürlich ein 1200er Motor dann. Da genau in diese Kerbe schlagt zumindest einmal der Bobber, der geht auch in diese Dark-Custom-Geschichte rein. Ich finde,
auch du hast unglaublich cool drauf ausgeschaut. Also wenn ich dich gesehen habe, naja, wenn ich dich gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, jetzt würde ich auch wieder gerne am Bobber sitzen. Wir haben natürlich gewechselt, damit wir Fahreindrücke von beiden haben. Der oder die Roma ist viel gemütlicher, das muss man schon sagen, rollt vorne schöner ab, der Sitz ist weicher. Wir haben hier auch Koffer drauf, extra, die sehr einfach zu montieren sind. Die kann man sogar sichern, das sind zwar Lederkoffer, die kann man aber innen absperren. Ich meine, natürlich können wir sie aufschneiden, aber das ist halt so die kleine Sicherheitsmaßnahme. Trotzdem lenkt der Roma nicht, oder die Roma, wie sagst denn du jetzt eigentlich? Die Roma? Der. Das ist ein gut. Cooler Name. Ja, bleiben wir bei der Roma und der Boba. Lenkt nicht so schön ein, wird beim schnellen Kurvenfahren auch unruhiger, ein bisschen indifferenter. Und da muss man sagen, wenn man sich mit diesen Geräten zu schnell in die Kurve lässt, da wird es dann plötzlich sehr schnell eng. Gell? Da hat man dann, weiß man genau, jetzt muss ich aufpassen, da hat man nicht mehr viel Spielraum. Der Boba war da etwas neutraler, würde ich sagen, auch. Oder gerade wegen des breiten Vorderrades, muss ich sagen, mich besser gefühlt. Schräglagenfreiheit war okay. Wir haben ja den Befehl bekommen, muss man jetzt offen aussprechen, dass man nicht mehr so viel Fußrasten schleifen sollen und Trittbretter bei diesen Genussfahrzeugen. Ich glaube, es war eh da die Auspuffblende. Ja. Naja, ich muss sagen, es war genug der Schräglagenfreiheit, aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Ihr werdet in dem Video vielleicht auch den einen oder anderen Kratzer hören. Naja, was soll man machen? Gewollt ist es nicht unbedingt bei uns, aber wir müssen auch schauen, wie weit geht's, wie kann man sich reinlassen. Wie immer ist am schönsten, wenn man es gleiten lässt, oder? Wenn man einfach hintereinander ein bisschen zuckelt, möchte ich fast sagen. Es geht schon flott dahin, aber man merkt dann 5% mehr und dann ist Vorsicht geboten. Ansonsten, ein bisschen gestört haben mich trotzdem die Zylinder, komischerweise vor allem links. Da bin ich immer wieder mit dem Schienbein so, also habe ich Kontakt gehabt und habe mich sogar etwas angeschlagen. Das ist halt, das hast du auch beim Boxer von BMW so, du kannst halt daraus nicht wirklich einen Cruiser machen, wo du die Beine ausstrecken kannst. Das ist der Bauweise einfach geschuldet. Was haben wir noch? Was ich komisch fand, das haben wir vorher besprochen, die Instrumente schauen zwar so ein bisschen customized aus, die drauf sind, schön integriert, auch sehr schön schwarz zurückgehalten. Aber der Killschalter ist zum Beispiel so, dass ich drauf drücke, dann kommt er raus und dann kann ich das Motorrad nicht mehr starten. Und um es zu starten, muss ich diesen Schalter wieder hineindrücken. Ich verstehe die Italiener nicht, wieso solche Lösungen immer erfinden. Es ist ihnen offensichtlich ein Anliegen, alles neu zu erfinden. Aber schön sind sie, muss man sagen. Du meinst eben die Bedienelemente, weil du jetzt gesagt hast, die Instrumente. Ja, es ist wurscht, nur dass ihr euch auskennt. Auf der Seite mit so einem wie Chrom- oder Alu-Rahmen, es ist zwar Plastik, aber schaut sehr edel aus. Also sie können es schon, die Italiener, vom Design her echt gut. Die Funktion, da muss man sich dran gewöhnen. Ja, es funktioniert seit 100 Jahren anders gut und sie müssen es dann aber halt neu machen. Auch okay. Mit Elektronik sind sie im Übrigen schon auch vollgestopft, nur der Mode-Schalter am linken Lenker ist ein bisschen irreführend, weil in Wirklichkeit switche ich dann nur das Display, die Anzeige. Da kann ich eine Uhr anschauen, dann kann ich den Kilometerstand, den Tageskilometerzähler. Also Modi hat sie nicht. Ich ändere nur das Display. Ganganzeige ist auch drinnen im Display, das ist sehr angenehm. Wenn ich aber jetzt den Kilometerzähler eingestellt habe, also diesen Odo, dann ist die Ganganzeige weg. Also geht halt nicht, wurscht, aber in anderen Modi funktioniert das mit der Ganganzeige sehr gut. Die Sitzposition, mich hat auch beim Wegfahren, also das erste Aufsitzen, da habe ich mir gedacht, ui, da stören mich wirklich auch die Zylinder. Ich bin da auch mit dem Schienbein angestoßen, obwohl ich eigentlich kurze Haxeln habe. Aber ich habe mich dann offensichtlich so etwas umpositioniert, dass es gepasst hat. Und auf der Bobber-Sitzbank kann man überhaupt einfach nach vorne und hinten rutschen, wie man will. Die ist ja ganz flach. Und beim Roma geht das aber auch sehr gut. Und ich habe eben eine Position gefunden, die mir gepasst hat. Die Fußrasten sind meiner Meinung nach jetzt nicht so ganz cruisermäßig vorne. Für ein Naked Bike aber dann doch wieder zu weit vorne und das gefällt mir schon ganz gut. Das vermittelt zwar eben, wie du gesagt hast, man will gemütlich fahren, man will einfach dahin gleiten, aber ganz unsportlich ist es jetzt doch nicht. Und ich habe es, glaube ich, schon angesprochen, die Lenker sind ja eben auch unterschiedliche und das macht es auch aus, dass der Roma gemütlicher rüberkommt als der Bobber, der eher einen geraden Lenker hat, bei dem man eher vorderradorientiert sitzt und deswegen glaube ich auch, dass dann unter anderem auch
wegen des Vorderrads, wie du schon gesagt hast, man in den Kurven ein bisschen mehr Stabilität hat. Aber auch beim Bauer, ich würde es nicht übertreiben, weil ja, endlos stabil wie ein Sportler sind die beiden Modelle nicht, bieten aber das, was Moto Guzzi damit bieten will. Echte, cool, gut aussehende Cruiser, kann man das jetzt so nennen? Würdest du das Cruiser nennen? Würde ich schon, muss ich sagen. Ist mit den 55 PS, so wie sie ausgelegt sind, würde ich beide Cruiser nennen und in unterschiedlicher optischer Auslegung. Wir haben ja sogar ein paar extra Teile drauf. Zum Beispiel diese Sturzbügel auf den Zylindern taugen mir irrsinnig. Diese Aluminium scheinbar, schön gemacht. Tankdeckel und so, da haben wir wie gesagt diese Koffer oben, da gibt es eben viel Zubehör, das muss einfach sein bei diesen Modellen. Das macht auch Guzzi sehr gut. Bei den V7 gibt es einerseits diese Kits und dann gibt es noch viele, viele weitere Möglichkeiten mit Originalzubehör das Fahrzeug auszurüsten und das passt halt dann einfach auch drauf. Also da ist, möchte nicht sagen, Moto Guzzi draufkommen, aber sie gehen da voll mit dem Trend und machen das wirklich gut mit ihren Paketen und auch eben einzeln alles erhältlich. Auf der Bobber, glaube ich, wurscht, haben wir jetzt auch den abschließbaren Tankdeckel. Normalerweise ist der halt nicht abschließbar, das finde ich auch sehr heftig. Da geht man zu sehr in die Richtung, wie es halt früher war. Sowas, finde ich, gehört dazu, aber gibt es ja eh und wird jetzt auch nicht ein Vermögen kosten. Ja, Cruiser, wie du sagst, deiner Meinung nach eher in die Richtung schlagend, von meiner Warte aus auch eher vom gesamten Gehabe her in Richtung der großen Cruiser und weniger in Richtung der V7, obwohl näher dran vom Motor her, von der Leistung her und von der Kubikanzahl her, aber die V7 kommt mir eben jetzt, wo es die V9 gibt, doch viel sportlicher vor. Für mich sind das jetzt eher wirklich die Sportguzzis, weil die ganz sportlichen von damals, die aber nicht jetzt unbedingt wirklich sportlich waren, aber sie wollten das halt sein, die gibt es ja gar nicht mehr und jetzt sind die V7 eher die Sportler. Wie siehst du das? Ja, im Vergleich zu V7, die V7 sind noch ein bisschen leichter, etwas quirliger, aber wir haben zum Beispiel die beiden jetzt hier herummanövriert, auch auf Schotter. Und da hat man gesehen, dass die echt leicht sind. Also das ist einfach einsteigerfreundlich, wieder einsteigerfreundlich und das passt genau. Für mich hätte es leistungsmäßig noch mehr sein müssen, um sich wirklich von der V7 auch abzugrenzen und drüber zu heben. Jetzt ist halt die Frage, rein motorisch, rein vom Antrieb her, gibt es da keinen Unterschied. Also das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, vielleicht, dass ich jetzt abschließe, für mich, ich würde den Bobber nehmen, ich brauche diesen starken Auftritt. Ich habe einfach dich auch gesehen beim Fahren, das ist richtig cool. Und ein paar Handgriffe, beziehungsweise ein paar Teile vielleicht mehr, dann sieht das wirklich aus wie ein richtiges Custom-Bike. Man sieht ja auch viel weniger als zum Beispiel eine Harley Sportster, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch nicht unwichtig. Und dann ist das so richtig ein Einzelstück. Und da muss man nicht allzu viel investieren, glaube ich. Wenn ich mehr gemütlich fahren würde, vielleicht ein bisschen Touren auch, da mit den Koffern etwas transportieren, wäre es auf jeden Fall der Roma. Also der ist so bequem, so chillig, aber das bin ich noch nicht, sage ich jetzt einmal, also dafür die Coolness. Weil du gesagt hast, du hättest lieber den Bobber, ich eh auch, nicht nur weil du gesagt hast, dass ich so cool drauf ausschaue, nein, gefällt mir auch wirklich besser. Mir fällt jetzt im Hinschauen auf der Tank, den finde ich eigentlich auch extrem cool, dieses flache, spitz zulaufende an den Seiten. Da sagen aber viele Leute, es ist eben Geschmäcker sind verschieden, dass ihnen gerade das nicht so taugt. Der Tank ist zu stylisch, ne, taugt uns offensichtlich gerade sehr stark. Du hast die Kosten angesprochen, 11.000 kosten sie in Österreich, beide, also 10.99, finde ich jetzt nicht zu viel für so ein cooles Ding, das wirklich eben, du kennst dich da besser aus, mit den Sportster-Modellen konkurrieren möchte und auch tut und eigentlich wirklich auch exklusiver ist, muss man schon sagen. Du siehst sicher mehr Sportster herumfahren als sowas. Noch, gibt es ja eben noch nicht so lange. Und ja, wie gesagt, von den Kosten her gibt es nichts einzuwenden. Und die Leistung, wenn die jetzt viel stärker wären, wäre wiederum nicht notwendig, weil es sind halt zu Cruiser-mäßige Fahrwerke drinnen, dann wird man vielleicht schon wieder mehr Sportlichkeit sich wünschen und dann wird das nicht passen. So passt es eh ganz gut, der Preis stimmt. Ja, ich hoffe, dass für euch unsere
Reederei über die beiden V9-Modelle Boba und Roma auch gefallen hat, dass es auch stimmt für euch, was wir da gesagt haben. Wenn euch etwas nicht gefällt oder wenn ihr noch etwas ergänzen wollt, könnt ihr gerne einen Kommentar unter dieses Video abgeben. Ihr könnt uns überhaupt nette Kommentare schreiben, das ist uns am allerliebsten. Abonniert unseren YouTube-Channel und bleibt dran. Es gibt unendlich viele andere Videos noch in unserem Kanal. Also bleibt dran und danke fürs Zuschauen. Tschüss sagen Fauli und Chaot.